Die Punkies Folge 40, Merch Mania. Und nun? Was machen wir jetzt? Ja, wir könnten uns unserem anderen Problem widmen. Unsere Merch-Baustelle. Stimmt. T-Shirts mit Bandlogo reichen einfach nicht. Logo in Gelb, Logo in Blau, in Rot, in Pink. That's all. Ja, die laufen ja ganz gut, aber wenn das der einzige Artikel ist, wird's auf Dauer öde. Ja. Und bringt auch nicht wirklich genug für die Bandkasse. Die Webkommentare unserer Fans gehen in dieselbe Richtung. Zum Beispiel hier von Cool Joanna. Druckt ihr bald mal neue T-Shirts? Oder hier von Yesman75. Euer Merch ist so abwechslungsreich wie jeden Tag Fastfood. Oder hier... Hör auf! Wir haben's ja alle verstanden. Die Punkies brauchen frische Ideen. Ja, wie wär's mit einem Brainstorming? Ganz spontane Ideen. Ja, klar, immer. Ich hab was. Hm? Kaffeebecher mit dem Bandlogo. Oh, genial! Meinst du echt? Ach, klar. Los, hau noch mehr raus. Lass deine Gedanken fliegen. Ja, klar, warte. Wie wär's mit Punkies Bettwäsche? Mit einem riesigen Bandlogo drauf. Seht ihr, das ist gar nicht so einfach mit guten Ideen. Komischerweise kommen mir für die Crash Kids jede Menge schräge Merch-Ideen. Zum Beispiel ein Wackelwinz fürs Auto. Oder Kyle an seinen Drums als Wecker. Jeden Morgen wird man dann von einem schlechten Drum-Solo geweckt. Würde ich sofort kaufen. Ja, ich auch. Oder ein Crash-Kids-Metronom, damit die endlich mal im Takt bleiben. Ja. Eine ganz, ganz dunkle Sonnenbrille, damit man die drei Fratzen nicht mehr sehen muss. Oder Waschlappen. Wie die Band selbst. Mann, wieso sprühen wir bei der Konkurrenz vor Ideen, aber zur eigenen Band fällt uns nichts ein? Ich weiß auch nicht. Hallo, Leute. Hallo, Papa. Kommst du gerade aus dem Bett? cooler Schlafanzug. Hör mal, Papa. Du kannst natürlich machen, was du willst. Aber du hast noch, vielleicht aus Versehen, dein Pyjama an. Nicht aus Versehen. Ich trage ihn aus voller Überzeugung. Ach so? Es ist nämlich so, während ihr auf eurem Festival wart, war ich auch bei einem echt coolen Konzert. Und zwar bei dem von Fortuna Ehrenfeld. Die Band kenne ich. Helm ab zum Gebet. Finde ich echt gut. Und du bist ein richtig großer Fan? Aber hallo! Und dieser Schlafanzug ist das Markenzeichen von Sänger Martin. Das Geniale, man kann ihn bei denen am Merch kaufen. Auch noch Fairtrade und total gemütlich. Das ist mal eine abgefahrene Idee. Zu schade, dass uns sowas nicht einfällt. Hey, warum so geknickt? Ach, wir zerbrechen uns gerade die Köpfe über cooles Punkies-Merch. Aber bis jetzt... Nichts. Nada. Ah, ihr braucht Beratung. Von dir? Nein, von einem Profi, von Martin. Ihr solltet mal sehen, was die außer diesem Schlafi noch alles für cooles Merchandise haben. Martin und ich haben uns nach dem Konzert gestern noch eine ganze Weile unterhalten. Und weil er sich auch total für Biolandwirtschaft interessiert, haben wir sogar Nummern ausgetauscht. Ich kann euch also einen echten Merchandise-Profi vermitteln. Super. Gib mir mal dein Handy, Ben. Ich rufe ihn einfach mal an. Jetzt gleich? Hast du Sorge, dass ich ihn im Schlafanzug erwische? Den hat er eh immer an. Okay, ja, wenn das so ist, hier. Ihr könnt mithören. Hallo? Hey, Martin, hier ist Tom, der Biobauer aus Hamburg. Ja, störe ich gerade? Ach Tom, freut mich. Nö, du störst nicht, du alte Rübenhirte. Was ist denn los? Pass auf, ich will nicht lange labern, sondern komme gleich zur Sache. Ich bin hier bei einer jungen, aufstrebenden Band, den Punkies, die ihre Fans gern mit ausgefallenen Merch-Artikeln beglücken möchte. Das Problem ist bloß, ihnen fällt partout nichts ein. Ach, und du meinst, da kann ich euch jetzt weiterhelfen, oder was?
Naja, ich dachte, ihr habt so tollen Band-Merch. Und vielleicht hast du eine spontane Idee für die Punkies. Na, dann grüß mal die kleinen Punkies von mir und sag ihnen, pass auf, Leute, so rum läuft das nicht. Warum soll ich Schlafanzug-Punk mir denn jetzt für euch was ausdenken? Ihr seid doch die Kreativos. Nein? Pass auf, Punks, es gibt nur einen Weg. Und welchen? Sag schon! Listen up, everybody, Mitbestimmung und vor allem Selbstbestimmung ist das Zauberwort. Die sollen doch mal in sich selber reinhorchen, was da so rumschlummert. Oder aber noch besser, fragt doch einfach mal eure Fans, worauf die Bock haben. Wer könnte das besser wissen? Eine Fanbefragung! Martin, das ist es! Ja! Junge, nix für ungut gern geschehen. Unter der Dusche am Synthesizer oder in der proaktiven Alien-Kommunikation. Da habe ich immer die besten Ideen. So, ich muss los zum Raumschiff. Tschüss! Wir bekamen also am nächsten Tag Besuch im Proberaum. Und ich behielt recht. Veronika zeigte keinerlei Anzeichen von Verliebtheit. Ich glaube ja auch eher, dass Lukas noch in sie verknallt ist. Aber Lukas hielt sich wacker und tat auch ganz lässig. Jedenfalls waren wir alle wahnsinnig gespannt auf Nikolas Entwürfe. Doch wir mussten uns noch etwas gedulden, denn Nikolas war noch nicht aufgetaucht. Aber kurz darauf hörten wir das vertraute Tuckern des Bandbullies, der auf dem Hof hielt. Hallo Leute! Hey Veronika, sorry, ich bin etwas spät dran. Besser spät als nie. Dann zeig mal, was du hast. Ja, Mann, wir können's kaum erwarten. Momentchen! Ich präsentiere euch meine Entwürfe hier auf dem Tablet. So. Komm. Tada! Ihr sagt ja gar nichts. Das sind ja Kuscheltiere. Ja klar, versteht ihr nicht? Das sind die Plüsch-Punkies. Die was? Ladies and Gentlemen, ich präsentiere Ben der Biber, Lukas der Löwe, Nikolas Neuntöter, Leopardin Leonie und last but not least Alpaka Eileen. Ich als Alpaka? Das ist aber nicht gerade sehr schmeichelhaft. Wieso? Das sind voll süße Tiere. Aber sie spucken. Nein, das sind Lamas. Und Ben Biber mit diesen riesigen Zähnen? Oh, ich weiß nicht. Also, mit dem Löwen komme ich klar. Aber, Nikolas, die Mähne könnte etwas mächtiger sein, finde ich. Hm. Und sag mal, was ist denn überhaupt ein Neuntöter? Schluss mit der Diskussion. Pardon? Als ich euch vorgeschlagen habe, die Punkies als Puppen zu entwerfen, habe ich sicher keine glubschäugigen Plüschtiere gemeint. Sondern? Ich meinte richtige Puppen von euch. Größer. Am besten lebensgroß und viel echter. Oh ja, das wäre cooler. Und jetzt, wo ihr alle so friedlich knuspert, habe ich leider noch eine schlechte Nachricht für euch alle. Ach ja? Und welche? Die Experimente mit euren Puppen sind leider gescheitert. Die Crash Kids und die Punkies Doppelgänger werden euch vorerst nicht auf der Bühne ersetzen können. Boah, was? Crash Kids Doppelgänger? Punkies Doppelgänger? Hier bei dir? Habe ich das eben richtig gehört? Es gibt auch Crash Kids Puppen? Mandeep, du hast auch die Punkies Billo Puppen hier in Arbeit? Oh, ihr Crash Kids habt also einfach kackdreist unsere Idee geklaut? Ihr Diebe! Hey, das nimmst du zurück! Leute, kriegt euch mal wieder ein. Ich habe tatsächlich die Puppen beider Bands hier, denn ich bin für Waffengleichheit. Und euer Streit ist sowieso überflüssig, denn wie gesagt, aus dem Traum mit den rockenden Doppelgängern wird vorerst eh nichts. Das gibt's doch nicht! Das gibt's doch nicht! Eine Frechheit! Ihr Plagiatoren! Nachmacher! Doch, das gibt Ärger! Nicht zu fassen! Stopp! Damit wir hier nun nicht weiter alle aufgeregt und wild durcheinander diskutieren, üben wir uns jetzt mal in totaler Entspannung. Schließt die Augen, konzentriert euch auf euer inneres Licht, atmet tief und gleichmäßig. Wenn euer Geist zur Ruhe gekommen ist, werdet ihr das Anahata Chakra hören. Ist das diese Yoga-Glocke? Nein, nein, seltsam. Das ist der Lastenaufzug. Hast du noch mehr Gäste zum Frühstück eingeladen? Nein. Und der Aufzug startet aus dem Labor. Und das ist verschlossen. Oh, spannend. Wer jetzt wohl gleich aus dem Aufzug kommt, wir werden es sehen.